Das HZI ist ein Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft und das größte außeruniversitäre Forschungszentrum, welches sich mit der Erforschung von Infektionskrankheiten befasst. 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten tagtäglich an bakteriellen und viralen Erregern und ihrem Wechselspiel mit dem Immunsystem. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entdeckung und Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen Infektionskrankheiten. Ich habe die Zahl 80 ausgesucht aufgrund der Tatsache, dass 80% aller im Handel befindlichen Antibiotika natürlichen Ursprungs sind. Das heißt, viele Bakterien und Pilze in der Natur nutzen bestimmte Stoffe, sogenannte Naturstoffe, um sich gegen Fressfeinde zu wehren. Also quasi natürliche Antibiotika. Und genau hier setzt auch die Strategie des HZI an, dass man eben dieses Verhalten der Natur quasi im Labor nachbildet, auf die Art und Weise neue Antibiotika findet und diese entsprechend weiterentwickelt. Das HZI ist nicht nur in Niedersachsen unterwegs. So haben wir in den letzten Jahren zwei sogenannte Helmholtz-Institute gegründet. Eines davon in Saarbrücken, das sogenannte HIPS, welches sich mit pharmazeutischer Forschung befasst. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der translationalen Forschung. Und in diesem Jahr neu hinzugekommen ein Helmholtz-Institut in Würzburg, wo wir uns mit der interessanten Molekülklasse der Ribonukleinsäuren befassen. Der besondere Fokus des HZI liegt dabei auf der translationalen Infektionsforschung, also der raschen Übertragung der Forschungsergebnisse auf die klinische und zunehmend auch pharmazeutisch-industrielle Anwendung. Aus diesem Grunde haben wir vor ungefähr 10 Jahren das TwinCore gemeinsam mit der Medizinischen Hochschule gegründet, um möglichst nah an patientenrelevanten Fragestellungen dran zu sein. Der wichtigste Partner in Braunschweig ist natürlich die TU Braunschweig. Dort beteiligen sich zahlreiche Abteilungs- und Arbeitsgruppenleiter des HZI an der Ausbildung der nächsten Generation von Infektionsforschern. Kürzlich ist es uns gelungen, mit dem BRICS ein eigenes gemeinsames Zentrum aufzubauen, wo Forscher versuchen, medizinische und biologische Daten in sinnvoller Art und Weise zu verknüpfen. Die 35 steht für die 35 Kliniken, Hochschulen und Forschungsinstitute im DZIF, die sich hier zusammengeschlossen haben, um gemeinsam neue Medikamente, Impfstoffe und Diagnostika gegen Infektionskrankheiten zu entwickeln. Die Mitgliedseinrichtungen im DZIF, die an 7 Standorten in ganz Deutschland zusammenarbeiten, betreiben als zentrale Aufgabe die sogenannte Translation. Ein wichtiger Vorteil für uns in der Geschäftsstelle hier auf dem Campus ist die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen. Wir können die komplette Infrastruktur des HZI hier vor allem nutzen. Zum anderen ist es auch wichtig, dass wir hier in direkter Nähe zu einigen unserer DZIF-Professoren sitzen, zum Beispiel Marc Brönstrup am HZI oder Ulrich Nübel an der DSMZ. Für die Zukunft und für die nächsten 10 Jahre würde ich mir für den Campus wünschen, dass wir noch weitere DZIF-Mitgliedseinrichtungen hier auf dem Campus ansiedeln können, dass wir mit den bestehenden Einrichtungen eine noch engere Vernetzung hinbekommen, um hier auch die Synergien noch weiter nutzen zu können. Das Leibniz-Institut DSMZ ist das nationale Kompetenzzentrum für die Erforschung, Bereitstellung und Nutzung von mikrobieller Diversität. Neben der Bereitstellung von Kulturen für die Forschung führen wir auch selber Forschungsarbeiten durch. Die beziehen sich im Wesentlichen auf die mikrobielle Diversitätsforschung, auf die Erforschung von Interaktionen wie Symbiose oder auch Pathogenität und auf die Tumorgenese. Die Zahl von über 60.000 mikrobiellen Ressourcen, die wir hier vorhalten, zeigt, dass wir den ganz überwiegenden Teil der bakteriellen Diversität der Forschung zur Verfügung stellen können. Daneben haben wir Pilze, Protisten, Tumorzelllinien und Pflanzenzelllinien sowie Pflanzenviren. Das heißt, wir decken einen ganz großen Teil der für die Forschung notwendigen Ressourcen ab und können die an die Forschung liefern. Die modernen Lebenswissenschaften erfordern sehr aufwendige Technologien. Wir haben das Problem hier so gelöst, dass wir komplementäre Sequenziertechnologien beispielsweise auf demselben Campus anbieten und vernetzen. Das heißt, wir können das Potenzial dieser sehr aufwendigen, auch arbeitsaufwendigen Technologien optimal nutzen, dadurch, dass wir in enger Absprache diese gemeinsame Einheit betreiben können.
In 10 bis 15 Jahren wollen wir hier sowohl in infrastruktureller als auch in forschungsstrategischer Sicht wesentlich weiter sein. Infrastrukturell sehe ich uns dann als ein Zentrum, in dem kulturbasierte Arbeit durch modernste Robotics ermöglicht wird und noch verbessert wird, dass auf der Genomsequenzierungsebene durch das Vorhalten modernster Technologien Forschungsarbeiten auf höchstem Niveau ermöglicht werden. Und ganz allgemein sehe ich in 10 bis 15 Jahren hier wesentliche wissenschaftlich und gesellschaftlich relevante Beiträge in den Bereichen Bioökonomie und Gesundheitsforschung. Am Fraunhofer ITEM haben wir im Wesentlichen zwei Forschungsschwerpunkte. Zum einen die Erforschung von Chemikalien und luftgetragenen Schadstoffen auf den Menschen und zum anderen in den letzten 15 Jahren zunehmend die medizinische Translationsforschung, das heißt die präklinische Pharmakologie und Toxikologie, die klinische Prüfung mit dem Schwerpunkt Lungenerkrankungen und die Herstellung von Medikamentenbiopharmazeutika für diese Prüfung. Und die Herstellung der Medikamente findet am Science Campus in Braunschweig statt. Das ITEM in Braunschweig ist die pharmazeutische Biotechnologie. Aus Ideen werden Verfahren entwickelt, um neue Biopharmaka herzustellen und sie so herzustellen, dass man sie danach in solchen kleinen Gefäßen als Prüfmuster in klinischen Prüfungen verabreichen kann. So etwas in dieser Art und Weise findet man außerhalb der pharmazeutischen Industrie sehr selten. Und das ist etwas, was den Science Campus und das ITEM im Besonderen auszeichnet. Die Superzahl ist 1 Billion, weil das die Anzahl der kleinen Zellen sind, die wir in unseren großen Bioreaktoren haben. 1 Billion Zellen heißt 1 Billion kleine Zellfabriken, die wir nutzen, um heute die biopharmazeutischen Medikamente von morgen zu machen. Wir arbeiten hier auf dem Campus im Prinzip mit zwei Organisationen zusammen, einmal dem DCIF und einmal der DSMZ. Mit dem DCIF entwickeln wir seit 3 Jahren einen Antikörper gegen MRSA. Mit der DSMZ reden wir seit 10 Jahren über ein Vorhaben, was dazu dient, eine ganz neue Art von Therapie erstmalig am Menschen anzuwenden. Phagentherapie, Bakteriophagen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Der Science Campus gibt uns die Umgebung, in der wir arbeiten können. Wir haben hier eine gute Infrastruktur. Wir haben hier Punkte, wo man sich treffen kann. Es gibt ein Forum, was wir bereits mehrere Male für wissenschaftliche Veranstaltungen genutzt haben. Und es gibt, was ganz wichtig ist, es gibt kurze Wege. Und das direkte Gespräch ist etwas, was für den Erfolg unserer Arbeit sehr wichtig ist. Einen wesentlichen Vorteil von dem neuen Science Campus sehe ich darin, dass die Sichtbarkeit der Partner, die jetzt schon zusammenarbeiten, nochmal gesteigert wird. Und ich erhoffe mir darüber, dass auch die Zusammenarbeit in Zukunft in großen Projekten, die anstehen, noch intensiviert werden kann. Die Technische Universität hat ihren Hauptcampus in der Mitte der Stadt, wo auch das BRICS ist. Und wir arbeiten sehr eng mit dem HZI und auch der DSMZ zusammen und haben deswegen mehrere wissenschaftliche Standorte für diese Zusammenarbeit. Eines davon ist das BRICS und ein anderer Standort ist der Campus Süd, auf dem sehr stark experimentelle Untersuchungen gemacht werden, die in engem Zusammenhang mit den numerischen Modellierungen, die am BRICS stattfinden, dann Erkenntnisse im Bereich der Infektionsforschung generieren. BRICS steht für Systembiologie. Systembiologie heißt Leben berechnen. Wie berechnet man Leben? Man nimmt Mathematiker, Informatiker, Chemiker, Biologen und Ingenieure und lässt sie zusammen Modelle entwickeln. Mit diesen Modellen sagen wir voraus, wie sich lebende Systeme verhalten. Das ist gut, um Krankheiten zu heilen. Das ist aber auch gut, um biotechnologische Prozesse zu optimieren, um damit am Ende neue Therapeutika herzustellen und die der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.
Die 13 ist für uns eine Glückszahl. Ist deshalb eine Glückszahl für uns, weil es einen besonderen Kohlenstoff gibt, den Kohlenstoff 13. Normalerweise hat der Kohlenstoff die Massenzahl 12. Aber mit dem Kohlenstoff 13 können wir ihn überall hin verfolgen. Im Menschen, im Bakterium. Und das tun wir mit Massenspektrometrie. Und darin sind wir richtig gut. Der Science Campus in Stöckheim ist für die TU sehr wichtig. Denn dort sitzen im Bereich der Lebenswissenschaften unsere wichtigsten Partner. Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und die DSMZ. Wir führen dort auch ganz wichtige Ressourcen des BRICS zusammen. Zum Beispiel die Proteomics-Einheit. Wir machen dort gemeinsam Experimente, die wir dann gemeinsam auch wieder in unserem BRICS auswerten. Ich denke, mit dem Science Campus Braunschweig-Süd ist nochmal auch eine räumliche und eine bildhafte Darstellung der Zusammenarbeit da, die hier in Braunschweig zwischen uns als Universität und unseren außeruniversitären Partnern aus meiner Sicht besonders gut ist. Ich glaube auch, dass es für die Studierenden dann einen wirklichen Anlaufpunkt gibt. Denn ein Campus ist ja auch immer etwas, wo man zusammenarbeitet und wo auch Studierende und erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenarbeiten. Und ich denke, dass der Campus Süd als Begriff auch etwas ist, was das versinnbildlicht. In 10 Jahren möchte ich, dass man BRICS auf dem Zentralcampus der TU und BRICS auf dem Science Campus Stöckheim nicht mehr unterscheiden kann. An beiden Lokalitäten machen wir zusammen Forschung, wir bilden junge, begabte Leute aus und wir machen Technologietransfer. Wir haben bis dahin 5 bis 6 Firmen angesiedelt auf dem Science Campus in Stöckheim, die unsere Daten, die wir erwirtschaften und die wir generieren, verwenden werden zum Wohle unserer Bevölkerung. Ich wünsche mir, dass der Science Campus Braunschweig-Süd gemeinsam mit unserem Campus hier in Braunschweig-Mitte zukünftig der Campus in Deutschland für die Infektionsforschung und die Systembiologie wird. Selbstverständlich freue ich mich sehr über den Science Campus Braunschweig-Süd, weil dadurch unser Campus endlich den Namen erhält, den es längst verdient. Eigentlich findet man nur selten, auch in der Bundesrepublik, eine so dichte Ansammlung renommierter Forschungsinstitute auf sehr engem Raum. Ich selber habe es aus Sicht des HZI eigentlich immer als sehr unfair empfunden, dass unser Campus nur mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Verbindung gebracht wurde und dass auf diese Art und Weise unsere renommierten Forschungspartner so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Das ändert sich natürlich jetzt mit der Etablierung dieses Science Campus Braunschweig-Süd.